Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Ja, heute mal in einer ganz normalen Version, wie eben sonst auch üblich. Also wie früher noch. Denn dieses Video ist mal keine Livestream-Aufnahme, sondern ein ganz normal aufgenommenes Video. Ja, gut. Beim letzten Mal haben wir ein paar Pokémon gefangen, sind in Fausterhafen angekommen. Und ich habe hier mal meine ganzen Pokémon ein kleines bisschen gelevelt. Wie ihr ja unschwer erkennen könnt, Macholo ist auf Level 17 immer noch. Da hat sich jetzt nichts wirklich geändert. Bibor ist auf Level 16. Attackenmäßig hat sich da auch nichts getan. Dann habe ich noch Pfiffchen ins Team genommen. Das hat noch Biss gelernt und eben noch ein paar andere Attacken. Aber Biss ist eigentlich so die wichtigste Attacke, würde ich mal sagen. Dann hätten wir hier noch Pudox. Das ist auch auf Level 16. Hat immer noch Konfusion und hat nun Windstoß gelernt. Ich denke mal, Pudox wird auch unser MVP in der Arena sein. Hat zwar keinen Step auf diese beiden Attacken, aber ja gut, da müssen wir dann eben erstmal mit leben. Dann habe ich noch Blanas ins Team genommen. Das hat leider noch nicht wirklich gute Attacken. Ich hoffe mal, da kommt noch irgendwas. Ansonsten muss ich ihm irgendwelche TM-Attacken beibringen. Aber da müssen wir dann eben mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickeln wird. Ja, und noch zum Schluss Flurmel. Das ist ebenfalls auf Level 16. Ja, attackenmäßig ist es jetzt nicht so die großartige Wucht, aber egal, das werden wir schon irgendwie schaffen. Hoffe ich einfach mal. Die Arena werde ich allerdings noch nicht betreten, da werden wir ein andermal hingehen. Wer ruft uns jetzt an? Elisa. Ja gut, das ist eben der Nachteil, wenn man die ganzen Trainer in das Pokénuff aufnimmt. Dann wollen die ganzen Leute eben immer was von einem. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir kämpfen nun ein wenig mit Pfiffchen. Kann ja auch nicht schaden. Einfach mal die ganzen Pokémon ausprobieren. Ich habe ja, also ich werde wie gesagt nicht direkt in die Arena gehen. Wir werden jetzt erst einmal in die Granithöhle gehen. Denn ja, die Arena, ich glaube nicht, dass wir sie aktuell schaffen würden. Außer ich bringe eben alle Pokémon so auf Level 18, 19 herum. Dann könnten wir es eventuell schaffen, aber ja, die Arena ist tough. Und wir haben nicht wirklich Pokémon gegen diese Arena. Es ist ja eine Kampfarena. Und mit unserem Team, wir haben bis auf Pudox, was ja zumindest Flug- und Psycho-Attacken kann, also Konfusion und Windstoß. Ansonsten haben wir nicht wirklich Attacken gegen Kampf-Pokémon. Das ist unser kleiner Nachteil. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir hier großartig Chancen gegen Camillo hätten. Weshalb ich mich erst einmal dafür entschlossen habe, dass wir nun die Granithöhle betreten werden. Okay, das war gerade ein bisschen random, aber gut, das wusste ich nämlich nicht mehr. Dass da noch ein verstecktes Item war, aber naja, warum nicht? Nehme ich gerne an. Wie viel Schutz hatte ich denn eigentlich? Hatte ich noch genug? 10 Stück, okay. Ich denke mal, 10 Stück sollten für die Arena, für das Gebiet hier ausreichen. Ansonsten, ja, müssen wir eben mal schauen. Aber ich denke eigentlich schon, dass das Ganze ausreichen sollte mit 10 Stück, um hier durchzukommen. So groß war die Granithöhle jetzt eigentlich auch nicht und ich kenne sie eigentlich noch relativ gut. Denke ich zumindest mal. Nur falls haben wir noch Fluchtzeit oder so. Aber normalerweise kämpfe ich mich hier immer im Dunkeln durch. Von daher merkt man sich das irgendwann. Ich weiß, dass hier hinten nicht weitergeht. Aber hier liegt ein Item, genau. Und wir wollen natürlich auch die meisten Items mitnehmen. Es ist
schließlich umsonst. Und einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob es hier auch irgendwo Trainer gab. Ich meine nicht. Die Höhle können wir natürlich dann ein andermal nochmal erkunden, wenn wir dann eben Blitz einsetzen können außerhalb von Kämpfen. Die TM haben wir ja beim letzten Mal schon bekommen. Von dem Wanderer am Eingang der Granithöhle. So, hier war noch ein Ewigstein, glaube ich. Genau. Und ja, ich glaube, ansonsten war es das hier schon. Genau, jetzt sind wir hier durch und jetzt sind wir wieder da, wo der Eingang ist. Und jetzt müssen wir nur noch hier runter und dort haben wir auch schon Troy. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Drake übergibt Brief. Yay. Okay, dankeschön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken, ehrlich. Ich werde dir diese TM geben. Sie hat meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Werden wir wahrscheinlich nicht wirklich verwenden können. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns in unserem Pokénavs eintragen. Jo, haben wir gemacht. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Adieu, Troy. Ja, in Pokémon Rubin und Saphir noch der Champ und nun ein mehr oder minder normaler Trainer, ich weiß es nicht. Also, ja, kein normaler Trainer mehr. So gesehen ist der immer noch Champ, aber in diesem Spiel ist er eben nicht mehr der offizielle Champ, ne? Okay, dann hätten wir aber auch nun die Granithöhle hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber wir werden wahrscheinlich so oder so nochmal ein andermal hinkommen. Einfach um eben die Höhle noch ein bisschen zu erkunden. Aber da brauchen wir dann erst einmal Blitz sowie das Eilrad, das es hier noch gab. Mit dem können wir nochmal ein neues Gebiet erkunden. Aber das zu gegebener Zeit. Ja, ihr könnt mir auch gerne einfach mal sagen, wie es mit den Audioverhältnissen sind. Ich nehme das Ganze jetzt trotzdem mit OBS auf. Und nicht wie sonst mit Bandicam und Outer City. Einfach mal, ja, das spart ein bisschen Zeit, weil ich dann eben nicht mehr so viel Nachbearbeitung von der Audiospur und sowas machen muss. Das ist doch ganz nett auch. Und daher könnt ihr mir da gerne mal sagen, wie ihr jetzt findet, wie sich das Ganze anhört. Bin ich immer noch zu laut? Ist der Ingame-Sound zu laut? Ist sonst irgendwas zu laut oder eine schlechte Qualität? Könnt ihr mir gerne einfach mal sagen. Beim letzten Mal fand ich, da war es ein bisschen zu sehr abgehakt. Da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was an dem Noise Gate geändert in OBS, sowie am Kompressor, glaube ich. Da hatte ich auch noch mal ein bisschen was umgestellt. Aber ich denke mal, nun sollte das Ganze doch relativ gut klingen. Und auch nicht mehr so sehr abgehakt sein im Noise Gate eben. Wie es jetzt letztlich ist, werden wir gleich, also werde ich gleich selber mal sehen. Und ansonsten werden wir, also werdet ihr das ja dann am Tag der Veröffentlichung des Videos selber sehen. Ja, das Sprechen fällt mir momentan ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So ein normales Let's Play Video aufzunehmen, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Das letzte Video war, glaube ich, Part 16 von Zelda Wind Waker, was ich ja mal aufgenommen hatte. Aber da könnt ihr eventuell ab nächster Woche auch mal wieder ein bisschen was erwarten.
Ich sah in diesem Video ziemlich oft Elm, ne? Mhm. Aber gut, das wird vielleicht sich auch noch irgendwann mal legen. Wir werden es aber sehen. Ja, wie gesagt, ich muss mir das echt mal abgewöhnen, dieses Das ist schlimm. Aber es ist halt so ein beliebter Zwischensatz. Na gut, kein Satz, aber halt. Wie nennt man das offiziell? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie man das offiziell nennt. Nö, fällt mir nicht so ein. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr am Wochenende, eventuell am Wochenende, also ich denke mal für euch selber, also für YouTube wird es erst ab nächste Woche soweit sein. Dann werdet ihr auf jeden Fall mal wieder ein paar Videos von mir zu Gesicht bekommen. Ich will mich am Wochenende mal schauen, ob ich nicht ein bisschen Zeit finde, mal ein paar Videos aufzunehmen. Darunter würde ich gerne mit Zelda Wind Waker HD eben weitermachen. Weil ich momentan sagen muss, ich habe schon Lust auf Zelda. Und eventuell werde ich noch ein kleines kurzes Projekt anfangen. Was jetzt nicht allzu lange gehen wird, aber eine gewisse Weile werden wir da gewiss auch schon mal, also eine Woche auf jeden Fall. Etwas mehr als eine Woche wahrscheinlich sogar. Da werden wir auf jeden Fall dementsprechend dann sitzen. Hey, kotz mir nicht vor die Füße. Oder überhaupt herumkotzen. Das ist ja widerlich. Hast du gesoffen oder was? Ja, ja, trinkt besser nicht zu viel. Einmal einen Absturz gehabt und danach sagt man nie wieder. Und dann am nächsten Wochenende. Ach ja, also so. Ne. Die etwas Älteren von euch können es vielleicht wissen. Wenn ihr noch minderjährig seid, hoffe ich, dass ihr das noch nicht erfahren habt. Weil das ist nicht so gut. Ich weiß, die ganzen Leute werden immer früher darin mit Abstürzen und sowas, aber glaubt mir, das will man nicht unbedingt immer haben. Wenn ich da bei uns in der Klasse mal jemanden sehe, der... Das ist ein Alki schon. Der geht jedes Wochenende saufen. Der geht... Macht sonst was. Also Raucher, Säufer. Das ist schlimm, diese Kombi. Überhaupt. Rauchen und saufen. Oder überhaupt saufen. Warum lese ich darüber eigentlich in einem Pokémon-Video? Ich weiß es nicht. Aber ist mir eigentlich auch sowas von Latte. Muss ich einfach mal so sagen. Warte mal, was kommt da jetzt? Egal, ich bleib mal bei Pulox drin. Ein Tentacha, okay. Ja gut, Tentacha ist eben ein bisschen... Wieso setzt sich Windstoß ein? Macht gar nicht mal so wenig Schaden. Tentacha ist halt auf der speziellen Seite recht gut, von daher... ist mir das schon bewusst, warum das so viel aushält. Dass es jetzt allerdings mit Superschall kommt, das ist nie so schön. Immer diese Verwirrung, Mann! Aber wir kommen durch, wunderbar. Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne wieder ein bisschen mehr Videos produzieren. Ich möchte jetzt vielleicht auch wieder mit YouTube selber mal ein bisschen weiter vorankommen. Das wäre mal ganz schön. Nach all der langen Zeit mal wieder ein bisschen YouTube zu machen. Na komm, Bibo können wir mal einsetzen, wieso auch nicht. Da habe ich momentan schon ein kleines bisschen Lust zu, von daher, ja... mache ich das Ganze nun auch wieder. Pokémon Smaragd wird wahrscheinlich schon als Stream-Projekt bleiben. Außer ich habe mal wirklich überhaupt keinen Bock auf YouTube, auf einen Stream. Aber möchte trotzdem ein Video machen, dann mache ich das eben so wie heute, dass ich dann einfach einen normalen Part hier mache und das Ganze dann eben normal hochlade. Aber das wird dann nicht die Regel, denke ich mal. Sondern, ja, Stream-Projekte bleiben Stream-Projekte und YouTube-Projekte bleiben YouTube-Projekte.
Zelda Wind Waker wird dann eben beispielsweise ein normales YouTube-Projekt bleiben. Ab Weihnachten sollte ich dann allerdings auch meine Nintendo Switch haben und dann wird eben auch von der Switch ganz schön viel. Warte mal, war das nicht der kleine Planscher mit seinem Zickzack, das Surfer kann? Ja, ich glaube, das war der sogar. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Surfer kann, aber auf jeden Fall kann dieses Zickzack irgendwann Surfer. Das war immer ganz witzig. So, ich glaube, wir haben jetzt hier jeden Trainer bekämpft. Sollte zumindest so sein. Musste man hier? Ja, hier musste man auch. Okay. Interessiert uns momentan noch nicht. Ich würde jetzt gerne erst einmal ein Pokémon fangen. Dafür gehen wir mal... Achso, Angel habe ich ja noch fixiert, genau. Das spart uns ein bisschen Zeit. Aber auf jeden Fall will ich jetzt erst einmal hier ein Pokémon fangen. Was uns hoffentlich ein kleines bisschen weiterbringt. Ein Evoli. Das ist nicht schlecht. Habe ich eigentlich genug Pokebälle? Ja, ich denke mal, das reicht. Jetzt ist allerdings die Frage, wie gut wir schwächen können. Okay, Giftstachel passt, solange wir es nicht vergiften. Aber ich werfe jetzt einfach mal einen Pokéball. Und hoffe mal, dass das ausreicht. Hm. Muss ich nochmal Giftstachel einsetzen und hoffen, dass es einfach drin bleibt? Eventuell muss ich das, ich weiß es nicht. Weil wenn wir es vergiften, war es das. Dann ist der Encounter verloren und Evoli würde ich schon gerne haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo man hier jetzt einen Evolutionsstein herbekommen hat. Natürlich! Ja, tschüss Evoli, das war so klar. Das war so klar. Evoli wäre so gut gewesen. Evoli wäre so gut gewesen. Warum tust du mir das an, Bibor? Warum? Ach Mann, ey. Das war doch so klar. Na gut, gehen wir nochmal hier oben hin auf Route 110, versuchen uns da noch ein Pokémon zu fangen. Haben wir schon? Das brauche ich also schon mal nicht mehr zu fangen. Das brauche ich nicht. So, warte mal, ich gehe doch nochmal kurz zurück. Und schau mal nach ein paar Pokébällen. Einfach zur Sicherheit, damit wir genug haben. Pudersand behalte ich, Sternstaub brauchen wir nicht. Okay, kaufen und Superbälle sogar. Kaufe ich mal 2 Stück. Und Pokebälle nochmal 5 Stück. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt ausreicht. Und dass wir ein gescheites Pokémon noch fangen können. Das ist kein gescheites Pokémon. Mit Fabi kann ich nichts anfangen. Farbigel ist einfach kein gutes Pokémon.
Es ist schwach. Es kann zwar so gesehen jede Attacke der Welt lernen, aber es ist kein starkes Pokémon. Und es bleibt nicht mal drin. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das will es. Farbigel, bleib drin. Du scheiß Malerhund. Bleib im Ball. Alter. Okay, werf ich einem einen Superball, wenn du das willst. Dankeschön. Okay, Farbige hätten wir damit auch schon mal. Farbige markiert sein Revier mit einer Flüssigkeit, die aus seiner Schweißspitze austritt. Es wurden über 5000 Markierungen entdeckt, die es hinterlassen hat. Alles klar. Gut, jetzt können wir in Graffiport City nochmal angeln. Und so auch noch ein Pokémon fangen, aber Mann, das mit Evoli kotzt mich gerade schon ein bisschen an. Weil Evoli wäre schon ein super Pokémon gewesen. Wir hätten daraus ein gutes Pokémon machen können. Ein Blitzer, Flamara, Aquana. Ich glaube, hätten wir hier... Okay, das haben wir schon. Ein Fluffluff. Komm, gib mir nochmal ein Evoli. Fluffluff haben wir schon, deshalb gib mir ein Evoli, komm. Ich gib's doch... okay. Was war das jetzt? Da ist gerade in OBS irgendwas aufgeploppt. Keine Ahnung, was das gerade war. Wahrscheinlich, weil ich irgendeine Taste gedrückt habe. Keine Ahnung. Mann, hier gibt es doch wohl noch andere Pokémon. Fluffeluff, hallo, ho, gib mir ein anderes Pokémon. Ansonsten machen wir das eben beim nächsten Mal. Ist mir auch Latte. Nice. Will haben. Magnetilo. Das ist ein gutes Pokémon. Und es bleibt sogar drin. Also haben wir schon mal ein neues Teammitglied. Wunderbar. Magnetilo. An seinen Seiten trägt es starke Magnete. Eisenhaltige Gegenstände werden aus einer Entfernung von bis zu 100 Metern angezogen. Magnetilo ist super. Damit kann ich was anfangen. Na schade, hier können wir noch kein Pokémon fangen. Naja gut, okay, das war's dann jetzt aber erst einmal mit Pokémon Smaragd Randomizer und Nuzlocke. Beim nächsten Mal wird eventuell wieder in einem Stream. Oder falls ich morgen keinen Bock oder Zeit habe, dann eben wieder in einem normalen Video. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall war es das jetzt mit Pokémon Smaragd Randomizer und Nuzlocke für heute. Wenn euch das Video gefallen haben soll, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn es da heißt Randomizer Pokémon Smaragd. Bis dahin, ciao ciao Leute.